Das ist die Liegenschaft oder der Garten, wo wir die Hausdurchsuchung durchgeführt haben oder eine von diesen Durchsuchungen durchgeführt haben. Nach der Schiesserei gestern am frühen Morgen ist offenbar der Täter über einen Kilometer hier über ein Doppel zu dem Haus hier. Das ist sein zweiter Wohnsitz laut der Polizei. Hier oben hat er gewohnt, der Täter, der 33-jährige Mann. Und im Umkreis von dem Haus ist es dann auch zu den langen Verhandlungen gekommen mit der Polizei, die dann am Schluss zum Tod des Täters geführt haben. Den Eltern sehr leid in der ganzen Sache. Und sonst das Ganze drum und dran ist halt etwas Alltägliches. Wir sind uns da nicht gewöhnt, weil es jetzt in unmittelbarer Nähe ist, aber es ist im Prinzip ein Alltag, vor allem in der heutigen Zeit.